Mein Name ist Kelianax Dimitrios. Wir kommen heute von der Taverna Lefteris auf der Herrnesgasse 17, 1030 Wien. Ich bin in Griechenland aufgewachsen und mit 20 Jahren alt, ich habe mal gedacht, okay, bin ich in Griechenland in die Schule gegangen, habe ich in Griechenland auch gelernt. Vor 12 Jahren, mit 20 Jahren, habe ich gedacht, okay, ich mache einen Sprung in Mitteleuropa. Nur kurz, ein kurzer Schnupper wollte ich eigentlich machen für ein Jahr. Und da war der Grund Wien, habe ich mir gedacht am Anfang, schaust das an. Ja, und Wien fühle mich wie zu Hause. Das ist von den Menschen her, von Lebensqualität her und überhaupt zurzeit. Es passte vollkommen. Wie gesagt, vor 12 Jahren, ich habe mal genauso gut gedacht wie jetzt. Okay, es gefällt mir. Es gibt die Chance, fast an jedem Mensch, seinen eigenen Traum zu verwickeln, zu entwickeln und irgendwas daraus zu machen. Und bei mir ist schon mittlerweile so weit, dass ich sage, mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Und ich bin der Geschäftsführer, Küchenchef im Restaurant. Mit der Sanella Avtovic ist unsere Hauptköchin. Wir werden euch heute repräsentieren einen Artischockenboden gefüllt mit Baby-Oktopus auf einem Spargel-Risotto. Für die Füllung brauchen wir Kapern, Baby-Oktopus, Paradeiser, ein bisschen Petersilie. Und für den Risotto haben wir gebracht die grüne Spargel oder sogenannte Thai-Spargel-Spitzen. Für die Artischocken werden wir brauchen ein bisschen Basilikum und Paradeiser. Für die Dekoration haben wir normale Kresse, Cappuccino-Kresse und zwei Wildspargelstücke. Ein erster Eindruck: kalt, sehr kalt. Bin ich ausgestiegen, das war so der Grund, dass er in Griechenland an dem Tag, wo ich bin weggegangen, 27. Jänner hatten wir noch in Kreta von allem, das waren 19, 20 Grad und komme ich nach Wien in den Flughafen, bei minus 4 Grad will ich aussteigen, vom Flug rausgehen bei der Tür, denke mal, na, da gehe ich nicht raus, noch einmal zurück, eine dicke Jacke angezogen und dann in den Autobus gestiegen und ja, im dritten Bezirk, nämlich in das Lokal, was jetzt auch mittlerweile betreibe ich als Geschäftsführer. Da war ich 3, 4 Jahre Küchenchef. Dann bin ich weggegangen, habe ich ein paar Jahre in österreichische Küche, habe mich durchgeschlagen in bekannte Restaurants auch wie Corso. Und seit 1,5 Jahren wieder zurück in der Heimat, im dritten Bezirk, auf die Taverna Lefteris. Der Besitzer, der Herr Vorniotakis, hat mich gebeten, ob ich das machen kann, wegen gesundheitlichen Problemen, was er hat, und seine Frau. Und ich habe gesagt, wieso nicht? Ihr seid meine Familie hier. Wir fangen an mit dem Risotto, weil es dauert ein bisschen länger, das Ganze. Sanella wird uns ein bisschen Zwiebel schneiden. Durch das ein griechisches Restaurant sind, wir verwenden bei uns gar kein Butter, sondern alle Gerichte werden mit Olivenöl gekocht und produziert. Magst du den Weißwein bitte auf? Das ist ein ganz normaler trockener Weißwein. Also, wie gesagt, alles Produkte aus Griechenland. Wir müssen unterstützen auch unsere Heimat, glaube ich, bis jetzt im Moment. Wir brauchen ungefähr für 180 Gramm Reis ein Achtel Wein und ein Viertel Liter Wasser.
Am Anfang war klar ein bisschen schwer, weil ohne Deutsch, ohne irgendein Wort, man nur in die Küche. In die Küche bei uns waren sehr gute Leute, muss ich sagen, im Restaurant. Generell im Restaurant haben mich sehr wohl gefühlt, nur mit der Sprache war es schwierig. Wo dann ich habe verlangt sogar von unserem Chef, dass er nur mit mir auf Deutsch redet, ob ich das verstehe oder nicht. Und wenn ich nicht was verstehe, dann sollte mir dann übersetzen oder helfen. Und das hat mir gut getan. Das hat mir sehr gut getan, wirklich. Eigentlich, wir haben kurz nur telefoniert. Und haben gesagt, okay, komm vorbei und schau das an. Und wie gesagt, von Griechenland bin ich zu Griechenland gegangen, mit ein bisschen anderen Temperaturen, aber es hat gut funktioniert. Innerhalb von 6 Monaten, ich habe gedacht, okay, da bleibe ich. Den Topf haben wir jetzt angeschwitzte Zwiebel. Dann haben wir den Risotto zusammen mit Olivenöl angeschwitzt. Abgelöscht mit Weißwein und am Schluss ein Viertel Liter Wasser dazu gegeben. Es braucht ungefähr 5 Minuten in kleine Hitze und dann umrühren. Risotto, es gibt sogar in die alte, ein ganz altes Rezept von meiner Oma zum Beispiel von 1940. Es ist so ein Hochzeitsrisotto, was haben wir. Das heißt Pilafi. Ich habe selbst gekämpft, ich wollte die deutsche Sprache lernen, ich musste die lernen, weil ab dem Moment, wo du die Entscheidung triffst, hier zum Leben, es muss dich anpassen mit dem, was du hier hast. Und deswegen verstehe ich sehr viele Leute auch hier nicht, was mittlerweile schon 20 Jahre sind und nicht einmal so Deutsch sprechen, so wie ich. Ich meine, es sind nicht perfekt mein Deutsch, aber ich kämpfe noch immer. Ich wollte hier was schaffen und durch meine Arbeit, ich habe gezeigt, ich kann was, ich habe was drauf und ja, es hat schon Probleme gegeben, es gibt immer Probleme, für jeden Anfang ist es schwierig, aber trotzdem, es muss damit kämpfen und ein Kämpferinstinkt habe ich irgendwie, das gebe ich nicht so schnell auf. Es hat gegeben Momente, die ersten 2 Monate, wo ich habe angerufen, meine Mutter und ein bisschen die Tränen aus den Augen gekommen. Aber das war eher der Heimweh. Das waren nicht die Probleme, was hier waren, weil dieselben Probleme hast du überall. Und ob du zu Hause in Griechenland bist oder ob du zu Hause in der Türkei oder in Jugoslawien oder was weiß ich, die Probleme hast du überall. Das sind rein geschäftliche Sachen oder das Leben. Besteht nur um Probleme. Deswegen sind wir da durchzukommen und das Beste daraus zu machen. Wir geben den Oktopus ungefähr 200 Gramm haben wir jetzt reingegeben. Wenn jemand möchte, kann auch ohne Artischocken das Ganze machen. Es schmeckt auch wunderbar ohne Artischocken. Das ist eine Kombination von 2 Gerichten eigentlich. Wir haben dadurch das sehr oft verwenden wir Artischocken in Griechenland. Habe ich eine Kombination von 2 Gerichten zu einem gemacht. Dann brauchen wir ganz kurz lassen wir das angeschwitzt. Wir flambieren das Ganze jetzt mit ein bisschen Ouzo, dass der Alkohol verdünstet und wir den Anis-Aroma nur behalten. Sonja, kannst du mir die 2 Tomaten bitte schneiden? Sehr viele Unterschiede sind nicht, das muss ich dazu sagen. Die Wiener oder die Österreicher sind auch sehr gastfreundlich. Generell, es gibt nicht so große Unterschiede. Einen Unterschied haben wir und das ist unser Stolz, glaube ich. Auf was bin ich selbst stolz? Auf die Karriere, was habe ich bis jetzt hier gelegt und auf mein kleines Buch. Das ist ein Charity-Projekt, was ich hatte mit sehr guten Freunden zusammengearbeitet.
Das Buch heißt Werner und Dimitrios. Es ist bei uns ins Lokal aufgenommen. Der Werner ist eine 56-jährige Person mit einer besonderen Begabung, geistig und körperlich. Haben wir zusammen alle in der Firma sehr gut aufgenommen, so wie die Sanella, was mit uns zusammen gekocht hat. Und das ganze Team eigentlich, der Chef, der Fotograf, die Zeitung, alle haben das sehr, sehr, sehr gut aufgenommen, weil der gibt auch nie auf. Und das ist, was mich anspricht, bei ihm auch. Es werden, wie gesagt, kurz angeschnitzt, Olivenöl. Mit ein paar Basilikumblättern ganz. Dann werden wir mit Alufolie abdecken. Wir warten nur ab 15 Minuten die Artischocken drinnen. Hier gehen wir auf ganz kleine Flamme gehen. Nur kurz aufpassen, das Gericht zu waschen. Österreich ist mein Zuhause. Österreich ist mein Zuhause, werde ich hier länger bleiben oder sagen wir so für immer, bis zu meiner Pensionierung. Und vielleicht dann, wenn alles gut läuft, in Griechenland wieder gehen. Aber ich glaube nicht, dass er wirklich in Griechenland. Vielleicht macht er in Pension so 6 Monate Wien, 6 Monate Griechenland. Sommerzeit Griechenland, Winter in Wien, Skiurlaub, Snowboarden. Schau mal, ob das schärfer ist mit 65 da. Kurz ins warme Wasser. Zwei schöne Nockerl. Auf den Risotto drauf die Artischocke. Einfach jetzt schön vorsichtig ein paar Stück rein. Genau. Wir nehmen ein bisschen von dem Saft auch noch dazu. Links und rechts auf den Teller. Passt. Passt. Und ein bisschen von den Kapuzinerkresse. Ich wünsche euch einen guten Appetit.